Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man so ein Logo in wenigen Schritten bastelt. Ihr seht hier in dem Fall ein Autohandel. So, beginnen wir gleich einmal mit einer Ellipse. Ziehen wir uns das auf. Und wir versuchen jetzt diesen Bereich, den ihr hier goldgelb seht, noch zu bauen. Und das geht mit einigen Tricks. Ihr baut mal diese Ellipse und macht da jetzt einmal ein Rechteck drüber. Und zwar so weit. Ich färbe das jetzt anders ein. Machen wir da ein Rot zum Beispiel, so weit, dass dieser Bereich, dieser Radius circa so ist, so in etwa ist. Also es soll nicht mehr, es soll den höchsten Grad haben quasi. So. Und dann gehe ich her und markiere das zweite und sage Pfad, Differenz und somit haben wir das einmal. Ihr seht, diesen Bereich hätten wir jetzt schon. Jetzt wollen wir den unteren Bereich auch noch weg haben. So, dann nehmen wir noch so ein Rechteck. So, und das schieben wir so ein bisschen nach unten. Und markieren wieder das, sagen Pfad, Differenz, so und jetzt hat man das auch. Jetzt sehen wir wollen da jetzt solche Streifen drinnen haben. Das ist im Prinzip jetzt kein Problem. Ich möchte, dass wir zuerst einmal duplizieren, Steuerung D wie Dora oder bearbeiten, duplizieren. Ich färbe das jetzt einmal so in einem Gelb ein. Okay. Mit der Steuerungstaste Mausrad nach oben, zoome ich ein bisschen hin. Und jetzt ziehe mal so ein paar Streifen auf. So in diesem, in dieser Größenordnung circa. Und jetzt schaue ich nochmal nach, wie viele Streifen habe ich da? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 Stück Streifen. Das heißt, ich dupliziere mal das. Steuerung und Mausrad nach oben. Dupliziere mal das noch dreimal. Bearbeiten. Duplizieren. Steuerung D. Steuerung D. So, jetzt haben wir da vier Mal aufeinander liegen. So, so habe ich es auch dupliziert und das färben wir uns jetzt in einem Rot ein, damit wir uns auskennen und gehen da mal her, geben da das erste hin, da das zweite und die beiden tun wir jetzt auch da mal in die Mitte. So. So, das ist ein bisschen magnetisch das Ganze, ist aber kein Problem. Wir markieren unsere vier Striche. So, der Shift-Taste, alle vier Striche und gehen jetzt auf Ausrichten und verteilen. So, das kann man mal vertikal zentrieren, ist jetzt aber nicht nötig. Und sagen, wir wollen das ganze Objektmittelpunkt vertikal gleichmäßig verteilen. So, jetzt haben wir das Ganze. Ja, wenn Sie das jetzt nicht eingeblendet habt, Umschalttaste Steuerung und A können Sie das oder
ausrichten, so, jetzt schaue ich mal schnell, genau, Objekt ausrichten und verteilen. So, das ist der ganze Zauber. Dann einfach auf, wenn Sie halt die vier Streifen markiert habt, Objektmittelpunkt vertikal gleichmäßig verteilen. So, jetzt gehen wir da irgendwo, drücken da hin, markieren unseren gelben Halbkreis oder was das auch immer noch übrig davon überblieben ist, Shift-Taste und nehmen den ersten roten Strich, ihr seht, ist markiert, Pfad und Differenz. Shift-Taste, der nächste rote Strich, Pfad, Differenz. Shift-Taste, wieder das gleiche, Pfad, Differenz. Shift-Taste, Pfad, Differenz. So, jetzt hat man schon einmal diesen Bereich mal so halbwegs geschaffen. Und jetzt kann man hergehen und sagen, wir wollen da jetzt einen schwarzen Kreis im Hintergrund haben. Drückt die Steuerungstaste, damit wir einen Kreis haben. So. Gut. Die Größe kann man dann jederzeit ändern. So. Das ist eher ein bisschen zu groß, merke ich gerade. So in dieser Art, glaube ich, könnte es ganz hinkommen. Mit der Bild nach unten Taste gehen wir das in den Hintergrund. Entfernen das Ganze da unten, setzt unten links schwarz ein. So, jetzt hat man das schon. Und markieren das. Das ganze Bild ziehen wir einfach einen Rahmen drüber mit der linken Maustaste und sagen, vertikal zentrieren und horizontal zentrieren. So, jetzt hat man das auch einmal. Da wollen wir einen. Setzt hier diesen gelben Rahmen. Das wollen wir jetzt auch um diesen schwarzen Kreis haben. Und dazu gehen wir auf Füllung und Konturen. Umschalttaste, Steuerung und F-Taste. Und Moment, Füllung und Kontur findet ihr auch unter Objekte an, falls ihr das nicht eingeblendet habt. So, und jetzt wollen wir eine Kontur haben. Und da gehen wir mal mit der Shift-Taste und suchen uns da ein dunkleres Gelb aus von mir aus. So, sieht man noch nichts in meinem Fall. Geht auf Muster der Kontur. Ich tue immer mit Pixel arbeiten. Geht da rauf. Und jetzt fahre ich da mal mit dem Wert rauf, bis man den da irgendwie am Bild erkennen kann. So, wird der schon langsam. Die Farben, die wir jetzt da haben, die spielen jetzt einmal noch keine Rolle, gell? Das ist jetzt kein Problem. So. Okay. Das kann man dann jederzeit ändern. So, würde das jetzt mal schon ausschauen. Okay. Was machen wir als nächstes? Jetzt machen wir diesen kleinen Kreis in der Mitte. Gehen wir einfach da drauf, sagen Steuerung D wie Dora, drücken die Steuerungstaste und die Shift-Taste und fahren mit der Maus da her, linke Maustaste drücken und verkleinern das. Okay, jetzt gehen wir wieder da auf Füllung und Kontur. Wir wollen da Muster der Kontur wieder etwas dünner machen. Wollen wir nicht so grob haben, probieren wir da mit 6 und noch immer zu viel. Probieren wir mit 4. So, schaut das ganz nett aus, würde ich sagen. Gut. Was kann man jetzt da weitermachen? Ich sehe jetzt da, wir können da einmal so Sterne hinbauen, wenn wir wollen.
setze hier auf der linken Seite Sterne und Polygone erstellen, drücke mal da drauf und sage zum Beispiel 5 Ecken. Und da machen wir uns einmal mit der gedrückten Steuerungstaste so einen kleinen Stern. Jetzt zoome da jetzt rein, damit es ein bisschen besser zum Sehen ist. Fülle das mit einer so einem dunklen Gelb und sage, ich will da 5 Sterne haben. Steuerung D, also 4-mal Steuerung D oder alternativ bearbeiten, duplizieren. 2-mal, 3-mal, 4-mal. So, jetzt schauen wir mal, ob wir wirklich oft genug dupliziert haben. Ja, schaut gut aus. Gut, da können wir das jetzt so entlang unserer Linie machen. So. Wenn wir da so schauen, dass wir den dritten Stern so schön in der Mitte haben. Und die anderen links und rechts aufteilen. So, mit der Pfeiltaste auf der Tastatur kannst du das jetzt feiner tunen. So. So, so haben wir jetzt da unsere Sterne. Okay, gut, schauen wir mal. Wenn wir das einmal nebeneinander, was können wir jetzt als nächstes machen? Ich sehe zum Beispiel, dass wir da jetzt ja mal das Auto nachbauen könnten, zum Beispiel. So. Hoppala. So. Damit man diesen gelben, dass man das nicht sieht, da muss man jetzt einmal beide markieren. Den schwarzen. Shift-Taste und das Gelbe und dann geht man mit dem Bild nach oben. So. Gehen wir mit der Steuerungstaste da raus. Bild nach oben-Taste. So. Und schaut das ein bisschen besser aus. Also ihr müsst schauen, dass ihr das Duplikat und das Gelbe drüber markiert habt und dann mit der Bild nach unten-Taste auf der Tastatur nach oben und unten drücken, damit das passt. So, dieser schwarze Kreis soll ja noch drüber liegen und jetzt duplizieren wir den noch einmal und so Steuerung Dora, Steuerung und Shift-Taste. So, gut, dann können wir da zum Beispiel mal was reinschreiben, Initialen zum Beispiel, JK, und suchen uns da eine schöne Schrift aus, die uns gefällt. So, ich nehme da jetzt eine rote Farbe, mache das Ganze ein bisschen größer und setze das da her. Wenn ich jetzt sage, die Schrift gefällt mir doch nicht, dann kann ich da jederzeit ändern. So, zum Beispiel. Und sage dann anwenden. So, das gefällt mir jetzt besser. Kann dann die Schrift so versetzen. Und jetzt bauen wir unser Auto nach, was wir da jetzt sehen. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Wir nehmen unser Bézier-Kurvenwerkzeug.
Saisonmodus so eingestellt, wie ihr hier seht, und bauen uns einfach das Auto mal da heraus wo zusammen. So, wenn man das da macht, so, zack, zack. Okay, jetzt gehen wir daher auf Bearbeiten der Knoten oder Anfasser und machen uns da so ein Autodach. So, da können wir so ein bisschen ein Bauchl machen. Das hätten wir schon mal als erste. Ich färbe das da mit so einem dunklen Gelb ein, damit man mal circa was vorstellen kann. Mit der Shift-Taste gedrückten kann ich da das X drucken, dann ist diese Kontur weg, die ich da jetzt in dem Fall nicht will und nicht brauche. So, und jetzt gehe ich daher und mache einfach so einen Strich, da doppelklicken. So, gehe wieder auf Bearbeiten der Knoten und geht da so her. So, gehe wieder auf Shift-Taste und da nehme ich so ein dunkleres Gelb und da kann ich da jetzt beim Muster der Kontur ein bisschen fetter werden. So. Und wieder unser Bezier-Werkzeug. Jetzt machen wir da den Reifen. Zack. Zack. Und biege mir den Reifen jetzt mit diesem Anfasswerkzeug so zurecht, wie ich ihn gern hätte. So. Gehe wieder so auf seine Shift-Taste und sein dunkleres Gelb und beim Muster der Kontur, dann nehme ich jetzt wieder, fahre jetzt ein bisschen rauf wieder. Okay, mache hier nochmal das gleiche mit dem Bezier-Werkzeug, sehen wir den unteren Teil des Autoreifens. So. Wieder das Anfasswerkzeug. Okay. Gehe wieder auf Shift-Taste, dunkleres Gelb. Die Form die ändern wir dann bzw. gleichen uns an. Muster der Kontur setze ich wieder nach oben. So, nehmen wir da einen Sechser. Okay, Shift-Taste, jetzt durch diese beiden Teile des Reifens markieren, sag bearbeiten, duplizieren, bleib auf der Shift-Taste und markiere das Ganze. Ach, Steuerungstaste, Entschuldigung, auf der Steuerungstaste und setzt man das da so her. So, jetzt hätten wir schon bald unser Auto perfekt. Jetzt machen wir noch diesen Unterboden. Bezier-Werkzeug wieder. Und geht da so her. Schließt diesen Pfad. Hoppala. Jetzt nicht ganz gelungen. So, gehe wieder so auf sein dunkleres Gelb, diesmal ohne gedrückte Shift-Taste. Aber das heißt, muss ich das markieren. Ohne Shift-Taste, so, und jetzt drücke ich die Shift-Taste, drücke dort das XL, jetzt ist die Kontur da weg.
Okay. Machen wir noch so eine bisschen eine Bauchel rein, damit das ein bisschen besser ausschaut. So. Okay. Jetzt nehme ich diese Pfeiltaste wieder und markiere uns das ganze Auto und sage Objekt gruppieren. Jetzt haben wir das Ganze gruppiert und so haben wir unser Auto schon perfekt. Ihr könnt das jetzt entfernen zum Beispiel komplett. Wir brauchen jetzt keine Kontur. Shift-Taste X. So. Entschuldigung. Shift-Taste, nehmen wir dieses dunklere Gelb und tun jetzt bei den Konturen, bei der Füllung ohne der Shift-Taste das X raus und markieren jetzt einfach mit dem Anfasswerkzeug jetzt das hier, gehen auf unser dunkleres Gelb und noch einmal da, noch unser dunkleres Gelb. So, jetzt haben wir unser Auto perfekt. Und das Ganze Shift-Taste, Mausrad nach unten. Das Ganze passe ich jetzt da rein in unser Logo. So. Okay, besonders schön ist nicht geworden. Jetzt muss ich auch dazu sagen, das könnt ihr sicher besser. Es geht jetzt nochmal um die Technik. Und jetzt fehlt uns eigentlich, glaube ich, nur noch ihr Kfz-Handel. Gut, das machen wir jetzt gleich. Wir schreiben uns da jetzt hin. Ihr Kfz-Handel. Namen, das alles in Großbuchstaben machen. So, gehe da jetzt um auf meine Lieblingsschrift, die ich gerne hätte. Schauen wir uns das an. So, okay. So könnte es hinhauen. Sage ich, wie dieses dunklere Gelb da haben. Sieht das ein bisschen größer. Und sage jetzt, markiere das. Diesen Kreis, diesen äußeren, den mittelgroßen Kreis, das ist jetzt nämlich mein Pfad. Sag Steuerung D wie Dora und ziehe mir das da raus. Okay. Markiere dieses Duplikat plus den Kfz-Handel. Sag Text an Pfad ausrichten. So, sieh da, haben wir schon. Wir wollen aber, dass wir so stehen haben und nicht so. Also werden wir ausgewählte Objekte vertikal umkehren. So, jetzt sehen wir nichts in dem Fall. Bildtaste nach unten. So, jetzt haben wir unseren Kreis. Markiere den Kreis doppelt. Doppelklicken. Und fahre jetzt einfach so lang im Kreis, bis mir das passen könnte, circa. Okay. Jetzt markiere ich unseren Text, sagt Pfad, Objekt im Pfad umwandeln. Den Kreis brauche ich jetzt nicht mehr, den entferne. Und dann versuche ich das jetzt da so reinzustellen. Ihr seht, das passt noch nicht hundertprozentig, da müssen wir jetzt ein bisschen nachjustieren. Und das machen wir einfach so. Schaut ja ganz gut aus, würde ich sagen. Bitte vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch mein Video gefällt. Bitte vergesst mir nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn es euch gefällt. So, was können wir jetzt da noch machen? Wir können jetzt noch das Ganze
zum Beispiel die Farben ändern. Ne? So Sommer, wir wollen das Ganze in Rot haben. Ne? Das ist ja nicht Shift-Taste, nehmen alles in Rot. Wir versuchen einfach mal das Ganze in Rot zu machen. So, ihr könnt es dann da herumspielen, das ist falsch. Steuerung Z, weil ich würde das jetzt in Gelb haben. Allerdings, ich möchte einen Farbeffekt, einen Verlaufeffekt haben. Dazu markiere jetzt einmal unser gelbes Objekt. Geht daher auf Farbverläufe erstellen. So, und ziehen wir da jetzt einmal so einfach was drüber. Okay, jetzt gehen wir auf unseren letzten Punkt hier und wir sehen, da ist die Deckkraft auf 0. Da schimmert nämlich durch. Da setzen wir unser bei Füllung, Muster der Kontur, Füllung, Deckkraft, das Ganze auf 100%. Weil wir wollen, dass das da nichts schimmert. Aber wir ändern jetzt mit einem Doppelklick. Wir bleiben jetzt auf unserem Werkzeug und auf dem Strich, da machen wir jetzt ein paar Punkte, damit wir so einen Art Goldschimmer haben. Ich zeige euch gleich, was ich damit meine. So, da, alles was blau markiert ist, da ändern wir jetzt die Farbe. Ihr setzt das kleine Quadrat, das jetzt dunkelblau erscheint, und da mache ich jetzt ein dunkleres Gelb rein. Das markiere jetzt daher und sage jetzt, da möchte ich jetzt ein ganz ein helles Gelb haben. Markiere das nächste, sage wieder ganz ein dunkles. Ah, ein helles, Entschuldigung. So. Und da gehe ich wieder her, markiere das nächste und sage ein ganz ein dunkles. So. Und da machen wir wieder ein bisschen heller. Ihr seht, dann verläuft das. Das da gefällt mir nicht besonders gut. Dann nehmen wir irgendein. So. Könntest du auch hergehen und bei den Farbverläufen zum Beispiel auch umstellen auf Radial, was ihr wollt. Wir bleiben aber jetzt beim linearen Farbverlauf. Da passt da, glaube ich, am besten her. Markiere das da nochmal. Das ist mir doch zu hart. Der Übergang, sehe ich da. Da kann man sie dann, solange das markiert ist, herumspielen. Man kann da x-beliebige Punkte noch zwischensetzen, wenn das einem zu wenig ist. Und ja, das kann man jetzt da hergehen und sagen, ich möchte das gleiche, den gleichen Farbverlauf, 1304 ist der jetzt, für meine Sterne haben. Markiere einen Stern, drücke die Shift-Taste. Und sag Farbverlauf 1304 setzt ihr und dann verläuft es auch da. Und so und geht jetzt einmal kurz auf Shift-Taste und X. So, und ihr seht den Farbverlauf. Okay. Kann man, wenn man das nicht gefällt, auch ändern. Dann schaut es so aus. Ja. Das gleiche können wir mit der Schrift machen und so weiter und so fort. Danke fürs Zuschauen. Bitte vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Bitte abonniert meinen Kanal. Danke, bis zum nächsten Mal.